1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wieder eine Freitemennacht heute. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr nur telefonieren oder mailen oder faxen. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder mailen unter domian@wdr.de und die Faxnummer 0800 220 5051. Mit wem fangen wir heute an? Ich schaue auf meinen Computer. Mit einem, ich vermute mal, dass es ein junger Mann ist, namens Ranas. Stimmt das? Ja, schönen guten Abend, Domian. Ranas, 19 Jahre alt. Ja, genau. Was ist das für ein... Kleines Kompliment an deine Sendung wollte ich noch kurz vorher machen. Sehr nett von dir, danke. Und du sagst mir, was das für ein Name ist, Ranas. Ranas, ja, ist ein tschechischer Name einfach. Ah. Also ist nicht weit verbreitet, habe ich mir sagen lassen. Aha. Und ja, ich... muss damit leben. Ne? Das heißt, du bist nicht aus aus... Nein, meine Mutter ist aus Tschechien gekommen. Ah, ja. Dann hat sie halt, mein Vater, ja, ist ja bekannt, so Sachen. Ne? Aber dann war das natürlich gestern für dich ein Hammer, ne? Oder? Das Spiel. Ja, also ich habe gestern beim Spiel, habe ich sagen, mal schon gut gezittert. Also. Ja, für wen hast du dann gehalten? Für die Deutschen oder für die Tschechen? Also ich sag mal, insgesamt habe ich für die Deutschen gehofft. Sehr gut. Und ich habe aber dann gemerkt, dass die Deutschen, speziell jetzt der Herr Schneider, ja, sehr starke Defizite aufgewiesen, ja, haben. Und ja, da habe ich mir einfach mal gedacht, auch als die Tschechen ausgeglichen haben und dann mit Milan Baroš reinkam, ja, war für mich eigentlich schon die Sache gegessen. Und dann bist du umgeschwenkt. Bei wem hast du gejubelt? Hast du auch bei dem ersten deutschen Tor gejubelt? Ja, natürlich. Also ich find den deutschen Fußball, besonders auch Michael Ballack, und das ist ein super Spieler. Ja. Nur, mein Herz schlägt halt für Tschechien. Hast dich dann sehr gefreut, als die tschechische Mannschaft durchgekommen ist? Ja, aber hallo. Aber hallo. Ist das eigentlich dein Thema? Oder? Nee, mein Thema ist, ich denke also von mir aus, dass ich süchtig bin. Nach was? Nach Viagra. Nach Viagra? Ja. Mit 19 Jahren? Ja. Das ist ja nun ein Hammer. Ja. Wie viel nimmst du davon und wie oft? Ja, das kommt immer darauf an, also es ist meistens am Wochenende und wenn ich halt viel freier, weil wir haben jetzt zum Beispiel, durchs Abi hat man natürlich frei, schon ja, im Voraus, und dann ist natürlich jetzt, ich kann jetzt Party machen, und wenn ich weiß, dass ich nichts zu tun habe an dem Tag, wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, ich komme jetzt nachmittags, stehe nachmittags auf um 12, ja, und dann weiß ich halt auch, der Tag ist noch frei, du hast nichts zu tun, du hast keine Aufgaben, dann schmeiße ich mir eine Pille oder so und dann, ach, ja, und dann habe ich diese innerliche Befriedigung, dass ich weiß, wenn jetzt irgendwie was wäre, ich könnte sofort. Das ist es halt. Müssen wir eigentlich noch erklären? Ich überlege gerade, Viagra, das wissen eigentlich alle Leute, ne? Das ist diese Potenzpille. Ja, das ist potenzfördernde Pille, sagen wir mal so. Absolutes Hammermedikament, wie man so hört und liest. Ja. Eigentlich geeignet für Leute, die Erektionsschwierigkeiten haben, ja, oder für ältere Leute. So, jetzt hast du nimmst dann einfach mal so ins Blaue, nimmst du dieses blaue Pillchen, ja, dann rein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und dann gehst du raus auf die Rolle, oder was? Also ich sag mal, ich brauche schon, wenn ich jetzt nichts zu tun habe, wenn ich nicht beschäftigt bin, ja, dann brauche ich eine Pille und sagen wir mal, dann fühle ich mich innerlich ruhig, ja, und dann gehe ich auch nicht unbedingt auf die Rolle. Dann sage ich mal, sitze ich zu Hause und man kann auch sein, dass ich mir einen schönen Abend mache einfach. Wie, du hast denn eine Potenzpille genommen? Pille, ja, ich sag mal, will mal Brille sagen, Potenzpille geschluckt. Ja. Wie viel Milligramm? Die gibt es ja, glaube ich, in verschiedenen Ausführungen. Das ist die kleinere. Ich glaube, das ist dieses 25 oder 125. Ich weiß okay, nicht. Ist auch wurscht. Also egal, du wirfst dir dann so ein Ding ein und sitzt, ja, zu Hause und guckst Fußball oder was? Nee, also... Du guckst dann Pornos oder wie? Nein, also überhaupt nicht. Nein. Überhaupt nicht. Überhaupt keine sexuellen Themen. Ja, Moment, aber dann ist es doch völlig sinnlos, das Ding eingenommen zu haben, oder? Ja, deswegen versuche ich ja auch irgendwie... Ich bemerke es ja selber. Aber dann erklär mir... warum du das denn überhaupt einnimmst, wenn du nicht insgeheim irgendetwas ansteuerst, irgendwas Sexuelles? Also insgeheim habe ich natürlich das Verlangen. Nur ich versuche jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen Verstehe. Irgendwie jetzt, sag ich jetzt mal, irgendwie Sex zu haben. Also ich sag mal,
Wenn du das Ding eingeworfen hast, ich habe keinerlei Erfahrung damit, wird man dann so ein bisschen grunderotisiert oder merkt man gar nichts erstmal? Also man merkt schon, da passiert was im Körper natürlich. Ja. Und man sieht die Dinge dann mit etwas anderen Augen. Man sieht die Mädels dann eher nackt als angezogen oder so? Nee, gar nicht. Also man sieht Mädchen und denkt man so, oh, da wäre natürlich jetzt schön oder. Wie, und das geht dann direkt in den Penis und die Erektion funktioniert sehr, sehr schnell dann? Ja, also es kommt immer auf die Menschen, aber ich sag mal, es geht schon recht, recht zügig. Okay, also sag mal, im Monat, wie viel Pillchen ungefähr schluckst du? Ja, im Monat, also warten Sie mal, das sind zwei. Ja, ich sag mal so, mehr wie 10 komme ich jetzt nicht. Na gut, das ist aber schon eine ganze Menge. Wichtige Frage, normalerweise ist das ja ein Medikament und verschreibungspflichtig. Wie kommst du ran? Ja, es gibt Leute, die, ich sag mal, die damit handeln. Aha, schwarz. Es gibt Leute, die wie Drogen sind das. Also genau, Drogen. Aber die haben die Leute, die damit handeln, haben natürlich die Sicherheit. Die sind in einem gewissen Maßen ja illegal unterwegs. Mhm. Nur die Polizei, wenn die erwischen, die kann nichts machen. Die können die Pille abnehmen, die können die nicht irgendwie anzeigen. Wie teuer? Wie viel Geld gibst du denn so ungefähr aus? Ja, also es kommt daran auf die Leute. Also es gibt, ich sag mal so, der Standardpreis ist so 15 Euro für eine Pille. Ja, gut. Also da kommt schon einiges zusammen. Wie oft kommst du denn dann auch wirklich zum sexuellen Einsatz, wenn du die Dinger genommen hast? Also ich bin erst seit kurzem von meiner Freundin getrennt. Mhm. Und also ich sag mal, wir sind getrennt, aber also wir haben jetzt einen offiziellen Schlussstrich gezogen, nur wir können halt nicht voneinander lassen, sagen wir mal ehrlich. Also mittlerweile ist es auch runtergeschraubt, nur... Okay, meine Frage war, wie viel Mal du mit Pille zum sexuellen Einsatz kommst? Sagen wir mal 4 Mal. Ja, und dann ist es auch halt, dass ich auch lange kann. Also das ist auch dann der Vorteil. Wenn ich selbst nicht zum Orgasmus komme durch die Frau, dann weiß ich zumindest für mich... Jetzt, also ich zeige sie jetzt. Also ich kann sie jetzt befriedigen und so lange, wie sie möchte. Also das heißt, du kannst doch ganz schön protzen bei der Frau. Hier, ja, Mädels. Ja, klar, natürlich. Die ich bin potent wie ein Stier, ne? Ja, so also der Motto. Es gibt auch Frauen, denen reicht ja nicht nur einmal oder so. Ist klar. Und dann dann wundern die sich natürlich auch und dann denken die sich natürlich auch, oh, was ist das jetzt für einer? Was ist das? Was ist das für ein Reißer? Ja, oder was ist in seinem Körper los? Aber du hast den Frauen nie erzählt, dass du was geschluckt hast. Ich erzähle das ja niemandem. Niemand, auch deine Freunde nicht. Also ich habe das mit meinen Freunden zusammen begonnen. Sagen wir mal so, wir haben das. Nee, Freundin. Ich meine, hast du es der Freundin auch nicht erzählt? Nein, der Freundin habe ich auch nicht erzählt. Ich erzähle es niemandem. Nur hast du es jetzt mir erzählt und deinen Freunden. Genau, ihn und meine Freunde wussten natürlich, dadurch, dass wir das zusammen, sagen wir mal, diese Sache angefangen haben. Ja. Wurde durch, dass ich es mal genommen habe, aber ich habe jetzt auch, also als die aufgehört haben, die haben nach einer kurzen Zeit wieder aufgehört, weil ihnen das keinen Kick mehr gebracht hat. Ja. Und ich bin halt so nochmal drauf hängen geblieben. Also, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob man da wirklich körperlich von süchtig werden kann. Ich glaube es nicht, soweit ich informiert bin. Aber es ist psychisch kann es natürlich sein, ja. Ich glaube, da müsste man mit einem Urologen mal sprechen. Und ich weiß auch nicht, wie das so ist, wenn man so als ganz junger Mann, der du ja eigentlich sexuell funktionierst, dann ja, noch einen drauflegt, dann bist du noch 100% potenter, als du eh schon bist oder so wahrscheinlich. Ne? Ja. Weiß ich nicht rein, dass im Prinzip muss man bei solchen Psycho-Geschichten, wo man abhängig ist, ist es eine Frage der Disziplin, dass man es einfach runterschraubt. Ja, ich habe natürlich jetzt auch die Befürchtung, ich steige natürlich jetzt auch irgendwie in die Berufswelt langsam ein. Ja. Und ich sag mal, dann kann ich mir sowas ja in dem Sinne nicht erlauben, weil ich bin in einem seriösen Beruf und ich kann da nicht irgendwie dann weggehen und verstehen Sie, was ich jetzt meine? Nee, verstehe ich nicht. Du kannst ja am Wochenende dir solche Sachen reinpfeifen, auch wenn du berufstätig bist. Verstehe ich nicht. Ja, ich habe Angst. Ich habe ganz einfach Angst, dass ich dann nicht abstürze, aber in dem Sinne, dass der Konsum steigt, weil ich habe mir für mich persönlich gesagt, mit dem Beruf, ab Beginn des Berufes hörst du komplett. Das ist doch ein guter Ansatz, eine gute Ansage. Wann geht das los mit dem Beruf? Ja, am 1.8. Am 1.8. 1.8.04. Ja, ich habe, genau so habe ich mir das auch gedacht, am 1.8.04, das habe ich mir auch... Nein, du musst es, vielleicht mach es noch geschickter. Geh einfach, halbiere die Dosen doch einfach. Das reicht nicht. Ich merke, anders, was heißt das reicht nicht? Entweder machst du es oder machst du es nicht. Ja, also da kann dir eh kein anderer helfen. Du musst es, schraubst es runter oder lässt es radikal sein. Ist wie mit dem Rauchen aufhören. Wobei das mit dem Rauchen noch komplizierter ist, weil es, glaube ich, da auch körperliche Entzugserscheinungen gibt. Dieses Ding ist einfach eine Kopfgeschichte. Entweder ziehst du einen Strich drunter und Schluss aus.
oder du machst es halt weiter. Ich glaube auch, dass es nicht so gesund, oder? Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es auf Dauer gut ist, sowas zu machen. Ich habe auch Angst, dass ich, sage ich jetzt mal, irgendwie in die Zukunft hin gesehen, irgendwie dann geht nichts mehr. Oder du brauchst dann immer noch 10 Pillen, um überhaupt noch, ja. Also, Dosis runterfahren, spätestens zum 1.8. läuft überhaupt nichts mehr mit Pille. Okay. Nichts mehr mit Viagra. Ja, ich. Und dann beginnt ein ganz neues Sexleben. Ja, glaube ich auch. Ranas. Dürfte ich noch vielleicht zwei Freunde grüßen? Ah, das mache ich immer so ungern. Weißt du warum? Weil alle anderen langweilen sich ja zu Tode, wenn du deine Freunde grüßt. Nur deine zwei Freunde freuen sich. Und wenn einer das darf, dann sagen die anderen immer, ja, der durfte das doch auch. Und verstehst du? Ja, natürlich verstehe ich das. Okay, alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Er hat mich immer zu gesiezt. Mann, das wollte ich doch noch klarstellen. Unser Viagra-Mann. Sven ist hier. Sven ist, wo ist er? Hier ist er. 27. Hallo, Sven. Hallo. Hallo. Grüß dich. Ja. Also erstmal Lob. Danke. Deine Sendung. Sehr nett. Ja, mein Problem. Ich habe vor 5 Wochen erfahren, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Mhm. Das heißt, ich habe längere Zeit auch mit meiner Mutter keinen Kontakt gehabt. War vor 5 Wochen jetzt nach langer Zeit mal wieder bei ihr gewesen. Und ja, wir sind eigentlich so mal auf die Vergangenheit gekommen. Mhm. Und dann hat sie mir eben, sag ich mal so, die ganze Geschichte erzählt. Und zuletzt hat sie eben gesagt, pass auf, und da gibt es eben noch was. Endeffekterweise war ich damals schwanger, habe den Mann verlassen und bin eigentlich mit deinem Vater zusammengekommen. Und eben auch 10 Tage vor der Geburt geheiratet. Und denkt denn dieser Mann, der nicht dein Vater ist, denkt der, dass er dein Vater ist? Also laut den Aussagen, weil ich auch von meinem biologischen Vater die Großeltern kennengelernt habe, die mir das eben auch nochmal alles bestätigt haben und die ganze Geschichte. Achso, du kennst auch jetzt schon den biologischen Vater? Nee, den biologischen Vater noch nicht, von dem biologischen Vater deren Eltern. Sprich, meine biologischen Großeltern. Und das ging jetzt so schnell? Das hast du jetzt so schnell geschafft? Ja, das war nachdem, wo ich 4 Tage eben jetzt bei meiner Mutter war, haben die sich eben auch gemeldet und haben ihm gesagt, dass sie eben auch gerne mit mir reden möchten. Wie, die haben sich genau in dem Moment gemeldet? Ja, die wussten auch, weil meine Mutter eigentlich trotz allem mit denen weiterhin in Kontakt. Achso, und die wussten, dass deine Mutter es dir sagen wird? Genau, richtig. Achso. Somit hast du jetzt also neue Oma und Opa kennengelernt. Genau. Aber lass mich noch fragen, damit ich das verstehe. Der Mann, den du für deinen Vater gehalten hast, ja. Hast du mit dem Kontakt? Mit dem habe ich Kontakt, richtig. Bei dem bin ich auch groß geworden. Guten Kontakt. Ja, relativ guten, sage ich mal. Weiß der denn, dass du nicht sein richtiger Sohn bist? Eigentlich weiß er das auch. Ich habe ihn jetzt auch darauf angesprochen. Wusste er es vorher auch schon? Er wusste das eigentlich auch schon vorher. All die Jahre? Genau, weil er hat ja meine Mutter erst im schwangeren Zustand kennengelernt. Ja, hätte ja sagen können, dass sie das noch irgendwie... Naja, okay, er weiß Bescheid. Genau. Ja. Zumindest habe ich ihn darauf angesprochen und er hat es total abgestritten. Er hat es abgestritten, wollte auch überhaupt gar nicht über das Thema Vergangenheit noch reden. Wie abgestritten? Er hat gesagt, das stimmt nicht? Ja, er hat definitiv gesagt, das stimmt nicht. Und wenn du einer Mutter glauben möchtest, die sich jahrelang um dich nicht gekümmert hat, dann musst du das glauben. Und aber du glaubst es und du bist davon überzeugt, dass es stimmt? Ja, vor allen Dingen, weil es jetzt einfach so die Aussagen, sage ich mal, unabhängig natürlich waren. Mhm. Und das ist natürlich jetzt eine Sache dann gewesen, wo ich mir gesagt habe, okay, weil meine Mutter war auch damals Prostituierte, muss ich sagen. Mhm. Und das war, ich sag mal, alles schon ein bisschen hart gewesen, das jetzt alles natürlich auf einmal zu erfahren. Aber okay. Das hat irgendwo auch gut getan. Ne? Das glaube ich. Wie, wenn du die leiblichen Großeltern jetzt schon kennengelernt hast, warum nicht dann auch deinen leiblichen Vater? Ich habe eben erfahren, dass er in die kriminelle Ader abgerutscht ist. Und das war für mich ein Thema gewesen, wo ich dann erstmal ein bisschen Abstand haben wollte, weil ich das Ganze natürlich auch erstmal verdauen wollte. Sitzt er im Knast? Er hat bis vor kurzem im Gefängnis. Aber wenn du würdest wollen, könntest du zu ihm Kontakt haben? Ja. Weiß er denn, dass es dich gibt? Er weiß es. Laut den Großeltern möchte, weil es gibt auch noch mehrere Kinder von ihm, möchte er aber auch keinen großen Kontakt zu denen haben. Vielleicht mal kennenlernen, reden, aber mehr auch nicht großartig. Mhm. Nochmal gefragt, du glaubst diese Geschichte. Es könnte ja auch sein, dass deine Mutter dir, es hört sich gerade so an, als wäre deine Mutter und dein Vater entzweit, also der Mann, bei dem du aufgewachsen bist. Richtig. Und also, es könnte ja sein, dass deine Mutter, ich sag's jetzt nur mal so, dass deine Mutter deinem Vater in Anführungszeichen nochmal einen auswischen möchte und dann so eine Geschichte sich ausdenkt. Glaubst du aber nicht? Ich kann es
mir nicht vorstellen, sagen wir es mal so. Glauben, ja, das ist, also Glauben, ich sag mal zu 90% glaube ich schon, dass es die Geschichte wahr ist. Ja. Bist du denn nicht deiner Mutter dann auch böse oder sauer auf sie, dass sie dir das jetzt mit 27 erst sagt? Das Problem war eigentlich, dass wir damals den allerersten Kontakt erst mit 14 Jahren hatten, weil mein Vater hatte irgendwo den Kontakt immer wieder unterbunden. Ich habe mit 14 habe ich dann die Adresse gefunden. Von deiner Mutter? Genau, habe dann daraufhin einen Brief dann geschrieben. Ach so, die haben sich dann damals auch, die waren gar nicht lange zusammen. Nein, also bis zum dritten Lebensjahr von mir. Ach so, und dann hat dein Vater, dein Vater, ich nenne ihn mal jetzt dein Vater, der hat dich dann genommen und aufgezogen. Genau, richtig. Ach so. Korrekt. Und dann eben mit 14 habe ich dann eben auch mal nachgefragt und alles, ja, und dann hieß es nur, ja, deine Mutter hat sich nicht um dich gekümmert und hat dich alleine gelassen und alles. Ja, und das hat mir eben keine Ruhe gelassen. Daraufhin habe ich dann eben mal, wo ich alleine war, habe ich eben mal wirklich in den Schränken durchwühlt, habe eben die Adresse gefunden, habe einen Brief geschrieben. An die Mutter. Genau, und was ich eben nicht wusste, dass da schon ein Anwalt eingeschaltet war. Und daraufhin kam es dann zum ersten Termin natürlich. Ah, Moment, jetzt habe ich aber gerade einen großen Sprung gemacht. Ich dachte dich gerade doch erst 14-jährig. Das heißt, du hast ganz, ganz viele Jahre gar keinen Kontakt mit deiner Mutter gehabt. Richtig, korrekt. Überhaupt nicht. Und jetzt dann erst vor kurzem das erste Mal. Ja, mit 14 hatten wir den ersten Kontakt. Ja. Dann hat es so ein bisschen geplätschert, sage ich mal. Dann hatten wir eine ganze Zeit lang gar keinen Kontakt, weil ich eben auch zwischendurch in der Drückerkolonne war, fast 4 Jahre lang. Ja. Und jetzt vor kurzem habe ich dann wieder den Kontakt aufgenommen. Verstehe. Dennoch kann man sich ja die Frage stellen, wieso hat sie es dir jetzt gesagt? Na gut, man kann sagen, weil ihr jetzt Kontakt miteinander habt. Aber warum hat sie es dir überhaupt gesagt jetzt? Ja, also sie war der Meinung gewesen, also ihre Aussage war so gewesen, dass eigentlich gesagt worden ist, es sollte eigentlich nie rauskommen. Aber sie hat eben gesagt, okay, ich bin jetzt irgendwo alt genug, weil ich selber auch einen Sohn habe. Na ja, gut, aber 27, da bist du schon lange alt genug. Ja, ja, klar. Und also es ist schon ein bisschen komisch. Natürlich hätte sie es dir auch schon vor 10 Jahren sagen können. Sie wusste, wie sie dich erreicht und sie hätte dich darüber informieren können, rein theoretisch. Das stimmt schon. Ja. Okay, nun ist es aber so, wie es ist und so ist es jetzt gelaufen. Jetzt will dein leiblicher Vater, wenn denn die Geschichte stimmt, gar keinen großen Kontakt mit dir haben oder gar keinen Kontakt mit dir haben? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das musst du jetzt nochmal. Ja, will der überhaupt keinen Kontakt mit dir haben oder will er nur so ein bisschen Kontakt mit dir haben, laut Aussagen seiner Eltern wiederum? Also mal sehen, vielleicht mal ab und zu mal telefonieren, aber so einen richtigen Kontakt gar nicht. Ah ja, aber da bist du neugierig drauf bestimmt, ne? Oder? Sicherlich bin ich da auch neugierig, auf jeden Fall. Wäre ich an deiner Stelle auch. Ja. Heißt das jetzt, dass du bist zwar jetzt ein bisschen gebremst, weil der abgerutscht ist oder sich aufhält in der kriminellen Szene? Genau. Aber du bist nur ein bisschen gebremst. Das heißt, aber irgendwann denkst du schon, hältst du es für möglich, dass du initiativ wirst und sagst, okay, ich will ihn jetzt mal sehen. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Nur mein Problem ist jetzt, wie komme ich jetzt da dran oder beziehungsweise einerseits natürlich auch mit dem Thema jetzt, wo ich mich dann eigentlich mit meinem Vater mal darüber unterhalten kann, wie ich ihn dazu kriege, dass er wirklich dann auch mal von sich aus dann wirklich damit rausrückt, was war in der Vergangenheit, was ist jetzt wirklich passiert. Also du meinst jetzt den Mann, der dich aufgezogen hat? Genau, richtig. Ja. Und da ist ja, das ist natürlich eine schwierige Geschichte jetzt, wenn er so vehement das abstreitet und da steht ja Aussage gegen Aussage und irgendwie musst du eine Entscheidung treffen, wem du glaubst. Insofern fände ich es ganz wichtig, dass du diesen Mann kennenlernst, der angeblich dein Vater sein soll. Dann hast du einen Mosaikstein mehr in der Geschichte und einen weiteren Menschen, der diese Version erzählt. Was sollte denn dieser Mann von Interesse daran haben, dich auch noch zu belügen? Das heißt, dadurch würde die ganze Sache noch wasserdichter. Ja. Mit dieser Gewissheit kannst du dann auch eher deinem Vater, der dich aufgezogen hat, gegenübertreten und kannst ja sagen, pass mal auf, lass uns doch ganz offen reden. Ich will ja mit dir das Verhältnis nicht abbrechen. Du bist mein Vater, du bist mein Papa letztendlich. Und ich habe das Verhältnis zu dir, was ich habe. Es geht ja dadurch nicht kaputt. Es geht höchstens kaputt, wenn du weiter vehement das abstreitest. Lass uns über früher reden. Erzähl mir mal alles ganz ehrlich, wie das damals da war mit dir und der Mutter und so weiter. Weil ich war jetzt irgendwann auch schon so weit jetzt auf den Gedanken, wo ich ihn darauf angesprochen habe, wo ich gesagt habe, pass auf, irgendwie, wenn denn, werde ich mir das Geld zusammensparen und dann irgendwo ein Vaterschaftstest machen. Ja, das wäre natürlich das Allerbeste. Das wäre die 100%. Aber dafür musst du natürlich auch erstmal den anderen Mann kennenlernen. Genau. Ja. Oder welche Möglichkeit, ich hatte mich schon ein bisschen erkundigt gehabt, welche Möglichkeit ja auch besteht, dass man jetzt trotz alledem mit dem Vater und mit mir einen Vaterschaftstest macht, wo man ja trotzdem herausfinden kann, ob er mein Vater ist oder nicht. Also mit dem Vater, der dich aufgezogen hat. Genau. Ja, das ging natürlich auch, ja.
Aber geh doch erstmal den logischen Weg, sag ich mal. Lern doch erstmal den Mann kennen, der angeblich dein leiblicher Vater sein soll. So, und dann ist die Überlegung mit dem Vaterschaftstest, finde ich auch nachvollziehbar. Und dann musst du reden mit dem Mann, mit dem Vater, der dich aufgezogen hat, dass ihr ein ordentliches Verhältnis bekommt auf der Basis dieser Informationen. Ja, und das ist eben wirklich jetzt das Problem, weil da blockt er total ab. Also ja, aber deswegen geh mal so vor, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Ja. Und du ja selbst auch dir schon überlegt hast. Also erstmal kennenlernen und dann eventuell dann das mit dem Vaterschaftstest machen. Mhm. So, und dann wieder das Gespräch suchen. So würde ich es machen, Sven. Und wenn er trotz all dem, sage ich ja halt, wenn er jetzt dann später sagen sollte, okay, Vaterschaftstest, dass er jetzt nicht mein Vater ist und dann sagen tut, ja, ich wusste davon nichts oder... Ich meine, dann stehe ich ja auch dann wieder in der Zwickmühle oder beziehungsweise stehe dann in der Front. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ja, dann ist es doch auch egal. Dann soll er sagen, er weiß es nicht. Dann ist es dann auch egal. Aber du weißt es. Du weißt, wer dein Vater ist. Ja. Das ist ja das Allerwichtigste, finde ich. Und wenn er dann immer das noch abstreichen sollte, er wusste es nicht, na gut, dann lass es. Dann wird er seine, was auch immer für Gründe wird er haben und dann ist es halt so. Hm. Ja? So, geh mal die nächsten Schritte jetzt so vor, wie gerade besprochen. Alles klar. Alles Gute, Sven. Okay, tschüss. Danke dir. Tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Tina ist 30 Jahre alt und hat aufgelegt. So sind die Tinas, die 30 Jahre sind. Die legen dann ganz einfach auf. Mal sehen, ob so 34-jährige Barbaras das auch machen. Hallo. Ja, hallo. Die ist da, die Barbara. Ja, die Barbara ist am Telefon und hat nicht aufgelegt. Das ist sehr, sehr schön, ja. Und ist ziemlich aufgeregt. Ach, das ist ganz normal. Ja, ja, ich weiß. Das ist gleich vergessen. In ein paar Sekunden weißt du das gar nicht mehr. Ja. Barbara. Ja, also, es ist etwas verwirrend, weil du bist etwas verzögert im Telefon. Ist immer so, im Fernsehen und Telefon, ja. Ja, genau. Also, ich bin... seit ich denken kann und bis circa 19 in einem sadistisch-rituellen Ring missbraucht worden. Also ein bisschen sowas wie in dem Dutroux-Prozess vielleicht. Aber ich war jetzt nicht irgendwie gekidnappt oder so. Lange. Also von Kindesbeinen auf, genau. Bis du 19 Jahre alt warst. Ja, genau. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, dass ich da einfach so nicht mehr hingegangen bin. Das heißt, so kann man das natürlich nicht sagen. Aber ich habe einfach meinen Freundeskreis verändert. Ich habe da halt eine Ausbildung angefangen und war einfach psychisch auch so weit, dass ich irgendwie da halt raus konnte. Also es war eher so, dass ich ganz oft an Wochenenden dort war. Und so, jetzt wollen wir erstmal klären, was da los war. Ja, genau. Ein sadistischer Kreis. Was ist das? Ja, das bedeutet, dass mehrere Männer sich zusammentun und um Geld zu verdienen, also Kinder missbrauchen. Also vergewaltigen und auch quälen. Was heißt denn Geld zu verdienen? Das heißt, die verkaufen die Kinder dann auch an andere? Ja, genau. Die verleihen die quasi? Genau. Welche Rolle haben deine Eltern bei dieser Geschichte gespielt? Das ist eine ganz klare Frage oder eine ganz logische. Also meine Eltern selber waren so nicht beteiligt, aber sie haben es halt auch nicht gemerkt. Also aber es war so, dass meine Eltern beide berufstätig waren, seit ich ein Jahr alt war. Mhm. Und ich dann in einer sehr guten Freundschaft, also bei einem Ehepaar meiner Familie halt sozusagen tagsüber war und auch oft an Wochenenden. Und der Mann war halt einer der Haupttäter. Das heißt, du bist quasi damit wirklich groß geworden und hast das empfunden als eine Normalität. Ja. Genau. Und man hat dich dann auch so trainiert und so Gehirn gewaschen, dass du das deinen leiblichen Eltern nicht erzählt hast. Ja, du, ich habe sogar, also ich bin bewusst mit einem Fahrrad gegen Auto gefahren, nur damit keiner meine Verletzungen bemerkt, in dem Sinne, dass sie eben von einem Missbrauch stammen könnten, also die ganzen blauen Flecke und so. Mhm. Das heißt also, dieser ich nenne ihn mal Pflegevater, Pflegevater war es ja in dem Sinne nicht, aber du warst halt sehr viel bei den Leuten, weil deine Eltern berufstätig waren. Ja, genau. Der hatte sich, oder die Frau auch, die gehörte auch dazu. Ja. Die hatten einen gewissen Kreis sich herum, einen gewissen Ring, wo sie Kinder herangezogen haben. Gab es da mehrere Kinder, deine Erinnerung? Ja. Also ich habe Jahre später in der Klinik eine Frau wieder getroffen,
daher weiß ich auch heute noch, also der Haupttäter ist tot, aber ich weiß von einigen anderen jetzt auch die vollen Namen, was ja eigentlich ganz ungewöhnlich ist, weil die alle mit Codenamen belegt sind, so. Und damals hatten wir halt schon überlegt, ob wir das anzeigen. Also wir haben uns zufällig in der Klinik in dem Gebiet halt getroffen. Ne, wo lass mich mal eben noch mal was fragen, ja, zu der Vergangenheit, dann kommen wir zu der, ja, zu der Frage der Anzeige. Wie oft ist das dann geschehen, dass du sexuell missbraucht worden bist, ja, vergewaltigt wurdest? Also ich kann dir das nicht in Zahlen sagen, aber ich kann sagen, so circa jedes zweite Wochenende und dann von mehreren Tätern. Und manchmal auch haben sie mich von der Schule abgeholt, also bis dann die Fehlzeiten zu hoch waren, dass das eben bemerkt worden ist, und haben mich zu Kunden gefahren. Also das heißt, diese Leute haben das selbst gemacht? Ja. Und die haben dich wiederum auch vermietet an, ja, an andere Männer, Menschen. Waren da auch waren das manchmal gemischte Gruppen, waren da Frauen bei? Ja, Frauen nur vereinzelt, die waren nicht wirklich beteiligt an den Gewalttaten, sondern eher dafür da, um uns hinter zu waschen oder halt zu beruhigen oder sowas. Das heißt, es hat auch immer an verschiedenen Örtlichkeiten, ja, stattgefunden. Also gut, so viele nicht. Also klar, wenn wir in irgendeine Privatwohnung gebracht wurden, dann schon. Aber wenn, also sonst gab es so 5 verschiedene Orte, ja, die ganz verschieden aussahen auch. Nun sagst du gerade, die haben uns gewaschen oder ich bin manchmal mutwillig mit dem Fahrrad irgendwo gegengefahren, damit, ja, man das nicht sieht. Das heißt, die haben euch nicht ausschließlich sexuell missbraucht, die, nein, haben euch zudem auch noch mutwillig verletzt und, ja, sadistisch behandelt. Ja, was zum Beispiel haben sie gemacht? Also zum Beispiel mit Nägeln beziehungsweise Stecknadeln unter die Nägel und die Fußnägel oder Salz auf die Geschlechtsteile gestreut und die von Tieren halt ablecken lassen oder die Fußsohlen aufgeschnitten und einen drauf rumlaufen lassen. Und das wurde halt, gut, damals gab's ja nicht so Video, wie es heute gibt, aber diese V8-Filme, ne? Aber also, lass mich unterbrechen. Ja. Deine Eltern waren, deine wirklichen Eltern waren ja auch noch da. Da kann man einmal mal sagen, ich bin mit dem Fahrrad irgendwo, ja, hingefahren. Aber das alles, was du gerade erzählt hast, das, ja, müssen deine Eltern doch bemerkt haben. Ja. Ich glaube, dass Eltern gut in der Lage sind, einfach die Augen zuzumachen. Das glaube ich nicht. Ja, das geht jedem so wie dir. Also es ist so, dass... Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, ich habe noch eine Schwester, die war aber, also die ist älter und war eben nicht bei diesem Ehepaar, sondern bei einem anderen. Und da ist alles gut gegangen? Ja. Aber dennoch, du bist die Kleine. Die, ja, genau. Die kleine Barbara damals gewesen. Ja. Und die kommt dann mit solchen Verletzungen und eigentlich wahrscheinlich auch irgendwie, ich stelle mir das vor, verstört. Ja, immer zurück, wenn sie bei den Leuten war. Und über 10, 15 Jahre oder noch länger merken die eigenen Eltern das nicht? Ja, also was soll ich dazu sagen? Also es ist halt so, dass die Täter schon sehr wirkungsvoll versucht haben, das so zu machen, dass ich auf keinen Fall was sage. Also, das glaube ich. Ich glaube, ich will dir auch gar keinen Vorwurf machen. Missverstehe das nicht. Ich verstehe die Eltern nicht. So vom Verhalten her kann ich es mir auch noch vorstellen, dass man so ein Kind so impfen kann, dass es wirklich nichts sagt. Ja. Aber die Äußerlichkeiten, die Verletzungen, die Fußsohlen, ja, alles, was du gerade erzählt hast, ja, haben die das nicht gesehen, deine Eltern? Doch. Also es ist zum Beispiel so, dass ich meine Unterhosen in der Schreibtischschublade versteckt habe und ich weiß, dass meine Mutter die gefunden hat. Aber sie hat da nie was zu gesagt. Sie hat auch immer so getan, also ich war immer schwierig. Ich war als Kind in einer Beratungsstelle, aber ich war halt eben ein schwieriges Kind. Aber es geht nicht so weit, dass du deinen Eltern unterstellst, die haben etwas geahnt und haben stillgehalten. Nein, ich unterstelle ihn, obwohl, das kann ich noch nicht mal so sagen, aber ich glaube, dass sie sehr wohl ganz viele Dinge gesehen haben, aber nicht wahrnehmen wollten. Also da ist ja schon ein schwerer Schuldvorwurf dann zu hören. Ja. Dieser Haupttäter ist verstorben. Ja. Aber du weißt, die Namen, oder ihr, du hast noch eine andere Betroffene kennengelernt, hast du gerade gesagt. Ja.
ihr kennt die Namen, die Frau lebt auch noch die Namen der anderen Täter. Ist es mal zu einer Anzeige oder zu einem Prozess gekommen? Ja, das ist so mit der Grund, warum ich jetzt anrufe. Also damals, also es ist jetzt ein paar Jahre her, in dieser Klinik halt, haben wir schon sehr massiv eigentlich versucht, Hilfe zu bekommen im Sinne, wir wollen das anzeigen. Mhm. Und der Rahmen ist aber doch erheblich und es ist ziemlich gefährlich anzuzeigen. Also weil die natürlich nicht gefunden werden wollen. Und wir haben dann anonyme Gespräche, also mit Unterstützung von Frauen gegen Gewalt e.V. geführt, also mit der Kripo. Und die haben dann von der Anzeige abgeraten, weil unsere Gerichte noch nicht so weit sind, dass sie die Tragweite fassen können und das eher niederschlagen. Das heißt, die Polizei und auch selbst diese Frauenhilfsorganisationen haben davon abgeraten? Ja. Aha. Und in der Klinik die halt auch. Gut, dann ist diese Frau sowieso umgekippt und ist in den Täterkreis zurückgekehrt. Dann habe ich zu der natürlich den Kontakt abgebrochen und bin erst 300 Kilometer weit weggezogen, um dann wieder loszukommen von den Tätern. Weißt du was, ich muss Sie unterbrechen. Was mich spontan als kriminalistischer Laie empört. Ja, ich auch. Dass die Polizei so etwas sagt. Weil es ist ja Gefahr im Verzug. Das heißt, diese Leute können das ja immer wieder machen. Machen es ja vielleicht sogar zur Zeit. Ja, doch Domian, also es ist davon auszugehen, dass sie es zur Zeit machen. Und es gibt ja viele solcher Ringe oder immer mehr. Und diese Situation hatte ich aber noch dreimal. Also noch dreimal habe ich mich mit Hilfe, also das zweite Mal war mit einer Chefärztin und das dritte Mal mit einem Therapeuten an das Rechtsorgan gewandt, natürlich anonym und habe die Fakten dargelegt und die haben alle gesagt nein. Warum hast du dich anonym an die Leute gewandt? Naja, das ist halt so, wenn du gegenüber der Polizei einen Namen nennst, dann sind die gezwungen zu ermitteln, ohne aber vorher zu sichern, dass mir nichts passiert. Das heißt, die von mir Beklagten bekommen einen Brief, in dem dann steht, der hat das und das bei ihnen angezeigt und können alles in Sicherheit bringen. Das heißt, du hast klar, im Klartext gesprochen auch große Angst. Ja, total. Mhm. Also zumal, und jetzt kommen wir nämlich zu dem, was jetzt im Januar passiert ist, ich bin daraufhin nach diesem ganzen Trara 700 Kilometer weit weggezogen und hatte dann über 2 Jahre von denen wirklich Ruhe und habe also ein ganz normales Leben gefunden. Ist sowieso das heißt, dass ich noch normal bin. Moment, du bist 34 und du hattest dieser Ring hat bis vor kurzem Mich immer wieder bedroht, ja. Achso. Also bis vor 2,5 Jahren. Mhm. Also die haben mir immer wieder angedroht, dass sie mir was tun. Die haben mir tote Krähen in den Briefkasten gesteckt. Die haben mir Briefe geschrieben, die haben mich angerufen. Und ich bin halt immer geflohen. Und ich habe dann vor einigen Jahren mir einen Anwalt genommen, der meinte halt dann tarnen und täuschen. Und das habe ich dann getan, bin 700 Kilometer weit weggezogen. Und jetzt, das ist jetzt also jetzt gewesen vor 2 Jahren. Das heißt, die haben dich wiedergefunden? Genau. Und jetzt war ich im Januar in einer Kurklinik, nicht in der unmittelbaren Nähe, aber in der Nähe meines Heimatbezirks. Mhm. Und dort bin ich überfallen, zusammengeschlagen mit Knochenbrüchen und vergewaltigt worden von den Tätern. Jetzt machen wir mal einen Strich hier. Das ist ja eine Riesengeschichte. Ja. Die man natürlich nicht in einigen Minuten Fernsehinterview aufrollen kann. Mich empört ungeheuer, dass da nichts, dass da keine Initiative stattfindet. Mich empört auch, dass jemand, der als Zeuge da aussagt, so eine große Angst haben muss, um so etwas nicht zu unterbinden. Ich möchte dieses Gespräch hier jetzt in der Öffentlichkeit abbrechen. Ja. Ich möchte, dass wir jetzt weiter mit dir reden im Hintergrund und gemeinsam nach Lösungen suchen. Nur das finde ich so schlimm, dass man nämlich sowas eben nicht in der Öffentlichkeit oder dass so viele Leute eben gar nicht dahin gucken wollen, selbst unsere Staatsorgane nicht. Ja, aber deshalb muss man ja jetzt, finde ich, muss ja auch etwas unternommen werden. Ja. Da bin ich vollkommen deiner Auffassung. Und wie man das so macht, dass du zumindest geschützt bist, muss es ja auch Mittel und Wege geben. Das, was in unserer Möglichkeit steht, in unserer Kraft steht, werden wir jetzt aktivieren und dir helfen. Ja. Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay? Ja, gut. So machen wir das. Mhm. Bis gleich. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, Barbara. 0800 220 50 50.
Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Was wir da gerade gehört haben, ist ja ungeheuerlich. Jetzt gibt es einen zweiten Versuch mit der Tina, die gerade aufgelegt hatte oder weggebrochen war. Hallo Tina. Hallo Domian. 30 Jahre alt bist du. Genau, ich bin etwas nervös. Macht nichts. Ja, also mein Thema ist Prostitution. Ja. Ich gehe seit einem halben Jahr für meinen Ex-Freund anschaffen. Also er zwingt mich dazu. Seit einem halben Jahr? Seit einem halben Jahr. Richtig. Vorher hast du ganz normal gelebt, einen normalen Beruf gehabt? Ich war Telefonistin. Aber normale Telefonistin, keine Sextelefonistin? Das auch mitunter. Ach, das auch mitunter. Also das heißt, so ein bisschen aus der Szene kommst du. Ja, aber nur am Telefon. Nur am Telefon, ist klar, ja. Und? So, jetzt dein Ex-Freund zwingt dich dazu, dass du auf den Strich gehst. Richtig. Wie zwingt er dich dazu und warum? Und zwar hat er damals mal mitbekommen, das ist jetzt vom Jahr ungefähr gewesen, dass ich mal in einem Kaufhaus gestohlen habe. Hast du was? Im Kaufhaus gestohlen. Ja, was denn? Ja, das war noch niemals was Wertvolles. Das war Parfüm gewesen. Ja, und Lippenstift. Also Kleinkram. Kleinkram. Weswegen man das nie tun sollte. Man soll es auch nicht wegen den großen Sachen tun, nicht, dass man mich jetzt missversteht. Dabei hat er dich beobachtet oder erwischt? Er hat mich irgendwo dabei erwischt. Ja. So, und dann? Ja, und dann ist er irgendwie auf diese komische, fixe Idee gekommen, mich damit zu erpressen. Wenn ich jetzt nicht für ihn anschaffen gehen würde. Dann? Würde er das an eine große Glocke hängen. Ja, dann soll er das, bitte soll er das an die große Glocke hängen, wegen dem Lippenstift, du lieber Himmel, da lässt du dich erpressen? Nee, anfangs habe ich das auch Domian als Witz aufgefasst, aber ja, der hat dann mir hinter Schläge angedroht, wie ich das nicht machen würde, und ich habe das dann auch dann erst als Witz angesehen, ne? Wie lange warst du denn mit dem Mann zusammen vorher? Ich war mit ihm 4 Jahre zusammen. 10 Jahre? 4. 4? 4 Jahre. Na gut, 4 Jahre ist auch eine lange Zeit. 4 Jahre ja. Lernt man jemanden auch kennen. Und der hat nie irgendwelche Anwandlungen diesbezüglich gehabt, dass er brutal ist, dass er... Doch, also brutal, so geschlagen hat er mich schon mal des Öfteren. Ach so. In der Beziehung. Mhm. Aber er hat mit dem Milieu nichts zu tun, oder doch auch? Nee, gar nichts. Gar nichts? Er ist doch schon mal, ich kann sagen, er ist schon mal so auf dem Straßenstrich so gewesen und so. Ne? Ja, okay, aber er ist nicht beruflich da irgendwie verwoben. Nee, das gar nicht. Gar nicht. Jetzt gehst du seit einem halben Jahr auf den Straßenstrich, oder was? Ja, richtig. Und musst ihm die Hälfte oder was abgeben? Ja, fast alles. Ich habe da für mich selbst nur 20 Euro. Und du gehst jeden Tag seit einem halben Jahr schon auf den Strich? Ja, jetzt nicht jeden Tag, aber ja, gut, aber nur weil dieser Idiot dich da zu erpressen versucht mit dieser Pillepuh-Geschichte aus dem Kaufhaus? Ja, Domian, aber ich habe auch versucht, damit aufzuhören, und da stand er vor meiner Türe, hat dann gegen die Türe getreten und dann, was weiß ich, also... Warum zeigst du dir nicht an? Angedroht. Warum zeigst du dir nicht an, was der mit dir macht? Geh zur Polizei, mach rein Tisch, sag, Jungs, passt auf, ich habe da was gestohlen und werde aber deshalb so und so erpresst und unter Druck gesetzt von meinem Ex-Freund. Ich habe irgendwie Angst, dass sie mich auslachen bei der Polizei, dass sie mich nicht für voll nehmen. Das würde ich nicht so sehen. Die Sorge hätte ich nicht. Wenn die merken, und die werden schon schnell rauskriegen, ob du denen da irgendwas erzählst, ob das echt ist und ob du die Wahrheit sagst. Hm. Wie hältst du das denn überhaupt aus, wenn du überhaupt nie sowas vorher hast machen wollen oder müssen? Hm. Naja, irgendwie geht es immer. Naja, irgendwie geht es immer. Wie fühlst du dich denn dabei, wenn du da... Ja, schmutzig, dreckig. Aber er sagt mir, also wenn das nicht machst, also dann passiert dir was. Ja, was konkret, abgesehen davon, dass er dich anzeigen will wegen des Ladendiebstahls, was meint er denn? Ja, der würde mich zusammenschlagen, meinte er. Mhm. Und naja, er hat mich schon mal so geschlagen, ein blaues Pfeilchen geschlagen. Hast du dich denn irgendwie mal versucht, dem zu widersetzen, oder machst du das alles so mit? Nee, ich habe schon oft mich versucht, dagegen zu wehren, aber das hat nichts gebracht. Hm. Wie hast du dich aufgelauert mit dem Auto? Mhm. Wo wohnst du? Nicht wo wohnst du, sondern wohnst du mit ihm noch zusammen? Nee, wir sind wohnen getrennt. Du hast eine eigene Wohnung. Ich habe eine eigene Wohnung, Gott sei Dank. Mhm. Aber letztendlich, der ruft mich an, wie auch immer, der hat irgendwie meine Telefonnummer rausbekommen. Mhm. Ganz merkwürdig, also
Also, Tina, ich bin wirklich ganz entsetzt, dass das so läuft, dass es passiert und dass du es auch so mit dir machen lässt. Ich finde schon, dass du dich dazu wehrsetzen musst, dass du den Typ anzeigen musst, dass du dir Hilfe und Beratung holen solltest, auch von Frauenberatungsstellen, um auch Informationen zu bekommen, wie du dich schützen kannst. Aber du kannst das doch nicht machen, wenn du das nicht willst, Mensch. Ich will es absolut nicht. Ja, also. Ich fühle mich total schmutzig, dreckig dabei. Ja. Ach, ich... Wie kriegt ihr das denn überhaupt mit, wie viel Freier du dann pro Tag hattest? Ja, der lauert dann mit seinem Auto da irgendwie rum, ne, auf dem Straßenstrich. Aha. Und dann beobachtet er mich dann von Weitem. Hat er denn keinen Job, dass der die Zeit hat, dich da zu beobachten? Er ist arbeitslos. Ach so. Und das ist sein Zubrot, was er sich da verdient. Ja. Wie viel nimmst du pro Nummer? Ja, so 50, 60 Euro, ne? Natürlich, ja. Nur mit Gummi. Ja, das ist selbstverständlich, ne? Aber mich widert das alles an, Domian. Also, boah, ich kann das nicht mehr. So, wir versorgen dich jetzt mit ein paar Informationen gleich, ja. Wohin du dich wenden kannst, was Unterstützung und Hilfe anbelangt. Ja. Und die Geschichte mit der Polizei solltest du dir überlegen, vielleicht auch mit den Leuten, die dich beraten, nochmal durchsprechen, wie du da vorgehen sollst. Aber es kann nicht so weitergehen. Ja. Finde ich. Also du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke, Domian. Tina, auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. Und hier ist Ralf. Ralf ist 32. Hallo, Ralf. Ja, hallo. Hallo, Ralf. Ich habe ein Problem. Ich hatte vor 2 Jahren eine intersexuelle Freundin. Eine intersexuelle Freundin? Richtig. Was ist eine intersexuelle Freundin? Ein transsexueller Mensch? Ja, richtig. Also transsexuell, das sind Männer, die sich halt umoperieren lassen oder beziehungsweise Frau werden möchten. Ja. Oder eine Frau in sich haben. Genau. Also es können ohne weiteres Leute sein, die intersexuell waren. Ja. Also die Transsexuellen. Ja. Also ich glaube, um nicht so viele Begriffe ins Spiel zu bringen, intersexuell ist, glaube ich, der korrekte Begriff. Und so im Alltäglichen sagt man so transsexuelle Menschen. Nein. Also intersexuelle Menschen sind die mit 2 Geschlechtsorganen geboren werden. Ach so, ja. Ach so. Ah, ja. Die werden mit ist auch so eine Sache, wird von der Öffentlichkeit und von den Ärzten. Verstehe, Entschuldigung, ich hab's durcheinander gebracht. Ja, ich verstehe. Der Groschen ist gerutscht, ja. Du warst vor zwei mit einem intersexuellen Menschen zusammen. Dieser Mensch ist mit 2 Geschlechtsteilen geboren, einst, irgendwann. Hatte dieser Mensch noch beide Geschlechtsteile? Ja, klar, logisch. Ja, nee, logisch ist es nicht. Es gibt ja mittlerweile, werden die Babys schon so operiert, dass sie dann eingeschlechtlich aufwachsen. Das ist es ja gerade. Die Ärzte, die bestehen hier in Deutschland, oder die meisten Ärzte bestehen drauf, dass die Eltern sich entscheiden müssen. Aber die Eltern wissen... Oder für Frau. Aber die Eltern wissen gar nicht genau, was in dem im Inneren des Menschen los ist. Wie alt war denn der Mensch, mit dem du zusammen warst? Sie war 28. Du sagst sie, obwohl es auch ein Er war. Ja, also rein äußerlich eine sie. Ich habe sie als Frau kennengelernt und war erstmal auch ziemlich erschrocken. Ja. Ja, als es halt sexuell wurde. Ja. Warum? Weil? Ja, das ist ein Unding irgendwo, ne? Also, aber ich fand's gut. Moment, das muss man erklären. Dieser Mensch sah äußerlich wie eine Frau aus. Richtig. Gab sich auch als eine Frau. Und dann hattet ihr den ersten sexuellen Kontakt. Und hast du gesehen, dass diese Frau eine Scheide hat und einen Penis? Richtig. Sie hatte beides. Und das hatte sie dir vorher nicht gesagt? Nein, das hat sie natürlich nicht gesagt. Das heißt, irgendwann lagt ihr beiden im Bett miteinander? Und dann hast du... Ja, sie wollte schon vorher mit mir ins Bett, ganz klar. Also so nach einer Woche. Aber das hat sich trotz alledem lange rausgezögert noch, weil sie traute sich halt. Okay, dann war es aber irgendwann soweit. Wie hast du hast du es gesehen oder hast du es angefasst? Oder hast du es befühlt und gar nicht gesehen, weil es unter der Decke alles stattgefunden hat? Wie war das? Ja,
keine Ahnung. Also, na, du weißt doch noch, wir hatten beide an dem Abend eigentlich ganz gut was getrunken. Ja. Und ja, war halt locker. Wir haben uns schon sehr gut kennengelernt. Ja, und ich, was soll ich sagen, ich war recht offen dem gegenüber. Okay. Aber dennoch, die Situation ist ja schon bizarr, wenn man das nicht erwartet. Da liegst du irgendwann mit einer Frau im Bett und fühlst, vielleicht während du sie streichelst, oder du siehst es auch, dass diese Frau eine Vagina hat und einen Penis. Als du das zum ersten Mal wahrgenommen hast, wie hast du denn da reagiert drauf? Zurückgeschreckt? Ja, zuerst schon, ja? Ganz klar. Also ich habe mich wirklich erschrocken zuerst. Aber du bist bei. Ich dachte, jetzt bist du auf so eine Transsexuelle reingefallen, ja, irgendwie. Aber dem war ja nicht so. Aber du bist dann bei ihr geblieben. Und ihr habt ja auch, natürlich. Wir waren anderthalb Jahre zusammen. Ja, und du hast dann auch, wir reden jetzt noch vom ersten Mal, du hast dann auch mit der Frau geschlafen. Ja. Ja. Wie hab ich mir das vorzustellen? Liegt der Penis oberhalb der Vagina? Ja. Oder unterhalb, oberhalb? Nee, oberhalb. Also, und hatte sie auch einen Hodensack? Nein, der Hoden, der war innenliegend. Der war innenliegend, ach so. Und wenn du mit ihr geschlafen hast, hatte diese Frau, ich sag mal Frau, hatte der Penis auch eine Erektion? Auch, ja. Auch. Das heißt, du hast dich mit einem Geschlechtsakt mit dieser Frau, und diese Frau hatte einen Penis, und der Penis war auch irrigiert. Richtig. Aber der war jetzt, wie soll ich es jetzt sagen? Also, die Größe, was ist Durchschnitt? Was ist der Durchschnitt vom Penis? Ja, wie lang war er ungefähr? Also, ich sag mal, der war so 12 Zentimeter vielleicht. Naja, aber immerhin. Also, schlecht bestückte Leute haben vielleicht 12, ja, und gut bestückte haben 17 oder 20 oder. War es denn auch möglich? Das spielt ja auch keine Rolle. Nein. Es geht sich eigentlich darum. Lass mich eine Frage stellen, weil man kennt das ja gar nicht so. Es ist ja nur ungewöhnliches Erleben dann auch. War es denn möglich für Sie, dass Sie über Ihren Penis auch einen Orgasmus bekamen? Ja. Das schon. Mhm. Ja. Mhm. Hattest du vorher bisexuelle Neigungen? Nein. Und das hat dich dann nicht irritiert, mit ihr zusammen zu sein? Am Anfang nein. 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 Naja, okay. Ich frage ja nur. Manch ein Mann wäre da wahrscheinlich erschrocken gewesen. Ja, ich habe jetzt meine Bedenken. Warum? Das eigentliche Problem habe ich ja jetzt. Nicht während der Beziehung. Die Beziehung ist jetzt 2 Jahre her. Ja. Ich bin jetzt in Anführungsstrichen in einer neuen Beziehung, in einer normalen Beziehung mit einer normalen Frau. Ja. Aber da fehlt was. Da fehlt einfach was. Das ist ein ganz anderer Sex. Weißt du, was ich meine? Das weiß ich nicht, weil ich das noch nie erlebt habe. Erklär's mir, was dir da fehlt, außer dem profanen Stück Penis. Das ist natürlich der hauptsächliche Grund, aber inwiefern ist der Sex anders? Was fehlt beim Sex? Oder ist es wirklich so, dass dir auch der Penis fehlt? Ja. Der fehlt mir. Aber ich bin nicht schwul. Also, ich könnte niemals irgendwas mit dem Mann anfangen, weil liegt man nicht. Nee, das ist ja, das wäre auch nicht der Gedanke, der ankommt. So, und mit einer Transsexuellen, also mit einem Mann, der sich umoperieren lässt, äußerlich Frau ist. Wäre auch nicht so dein Ding. Nee, in keinem Fall. Was machen wir denn da, Ralf? Da ist natürlich guter Rat teuer. Die Transsexuellen, die möchten ja, oder die meisten möchten ja eigentlich das Ding unten ja auch weghaben. Die möchten ja komplett zur Frau werden. Wenn es in der einen Rollenverteilung ist, ja. Ja, was kann man da machen? Dann kann man nur sagen, dann musst du auf die Suche nach einem intersexuellen Menschen gehen. Ja, wenn das so einfach wäre. Das glaube ich. Es gibt wahrscheinlich gar nicht sehr, sehr viele davon. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, die Dunkelziffer ist in Deutschland oder auf der Welt relativ groß an Transsexuellen. Weil die meisten, die outen sich nicht. Ja. Also du bist jetzt in einer Beziehung. Wie lange schon mit einer Frau?
Mit ihr jetzt anderthalb Jahre. Ach, auch schon? Mit der Neuen jetzt. Mit der Neuen. Ja. Und es fehlt ihr zunehmend was, oder? Ich meine, das ist ja natürlich jetzt auch wieder sowas. Natürlich, wenn du gute Erfahrungen gemacht hast, ist es in Ordnung. Ist es ja auch schön. Wiederum, wenn du dich jetzt in eine Frau neu verliebt hast, ist es denn dann so wichtig? Kann man dann nicht auch darauf verzichten? Kann man sich nicht ganz auf die Frau konzentrieren und sagen, okay, ich kann eben auch dann nicht alles haben? Ja. Ja, aber was reden wir sonst? Da musst du dich von ihr trennen. Wenn dir das so sehr wichtig ist, du musst auf die Suche gehen wirklich nach einem solchen Menschen. Ja, gut. Ja. Also, angenommen, ich würde mich jetzt von der Frau trennen. Und ich würde jetzt sagen, okay, ich möchte mir so eine Frau suchen. Ja. Für mich ist es kein Problem, in der Disco zu gehen, da irgendwelche Frauen anzusprechen oder ja. so. Kein Problem. Ja. Oh. Ja, okay, aber? Aber, es sind ja Frauen. So, und diese Transsexuellen, also jetzt sage ich schon Intersexuellen, ja. jetzt sage ich schon Transsexuellen, diese intersexuellen Menschen, die outen sich ja im Prinzip gar nicht. Also du willst darauf hinaus, du willst darauf hinaus, dass du sie gar nicht erkennst auf der Straße. Richtig. So, dann gibt es tausend Möglichkeiten, durch Annoncen, durch Internet vielleicht solche Leute zu finden. Nee, glaube ich nicht. Ach, natürlich, dann versuch es erstmal. Aber erstmal würde ich mal in mich gehen und mir überlegen, ob ich meine Freundin, mit der du zusammen bist, wirklich liebe. Und wenn ich dir wirklich liebe, dann kann ich auch einen gewissen Verzicht üben. Und wenn ich sie nicht liebe und scharf darauf bin, auf die andere Variation, dann suche ich mir das. Ralf, wir müssen Schluss machen. 10 Minuten gesprochen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück bei der Suche und beim Finden. Mach's gut. Tschüss. Alles klar. Tanja, 20 Jahre alt. Hallo Tanja. Tanja. Hallo? Tanja ist stumm. Hallo? Hallo? Ja, da ist sie. Hallo. Ja. Ich dachte schon, du wärst gar nicht da. Hallo ja. Tanja. Du bist 20, ne? 20. 20 Jahre alt. Mhm. Was ist denn dein Thema, Tanja? Und zwar, ich bin seit 2 Jahren unfruchtbar. Das heißt, ich kann keine Kinder bekommen. Ja, seit 2 Jahren? Ja, seit 2 Jahren. Wie kommt das? Und zwar durch einen Infekt in der Gebärmutter, der ja. abgeheilt ist. Ja. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich das meinem Freund sagen soll. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Seit 8 Monaten. Ja. Und ist denn das schon ein Thema, dass ihr ein Kind bekommen würdet wollen? Ja, mein Freund möchte sehr gerne ein Kind haben. Ich bin da skeptisch, aber mein Freund möchte sehr. Wie alt ist denn dein Freund? Mein Freund ist 23. Ja, finde ich nur, also abgesehen jetzt mal von deinem Problem, würde ich jetzt sowieso ganz klar davon abraten. Nach 8 Monaten, das ist noch die Beschnupperungsphase, finde ich. Da muss man noch kein Kind haben. Ja. Wenn man erst 20 ist, sowieso nicht, finde ich. Ja, ich bin da ja auch skeptisch, weil ich weiß, wie ich ihm das beibringen soll. Du hast also die Angst, wenn du ihm das sagst, dass dein Freund dich unter Umständen verlassen würde. Genau. Weil du eben nicht wie eine Frau funktionierst, so wie er sich das vorstellt. Ja. Mhm. Wie ist die Beziehung so? Ja, eigentlich ganz in Ordnung, nur... Er ist ziemlich eifersüchtig, wenn ich mit anderen Kerlen rede. Ja. Und ja. Also das nervt er schon ein bisschen. Ja, ja. Ja. Und lässt er dir auch wenig Freiheiten? Ja, das eigentlich weniger. Ja. Lebt ihr auch schon zusammen? Habt ihr eine Wohnung? Ja, seit 2 Monaten. Ja. Auch schon. Mhm. Mhm. Und so das normale Zusammenleben, so der Alltag, gibt es da Konflikte oder... Nee, das ist alles in Ordnung. Mhm. Du hast schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ich muss dem das jetzt bald sagen, oder? Ja. Mhm. Finde ich auch. Ich finde auch, dass man da gleich mit offenen Karten spielen sollte. Ja, ich weiß nicht, wie du mir. Das ist ja immer ganz einfach. So wie du es mir gerade in einer Minute gesagt hast, könntest du es ihm auch innerhalb einer Minute sagen. Ich habe halt Angst, dass er mich verlässt. Ja. Und ich liebe ihn. Weißt du, Tanja, das fände ich so traurig, wenn dem so wäre. Das würde für mich beweisen, dass der dich gar nicht lieb hat. Mhm. Ich finde, wenn man einen Menschen, wenn man eine Frau liebt, auch wenn die Frau unfruchtbar ist und wenn man auch einen Kinderwunsch hat, dann verlässt man die Frau nicht.
dann überlegt man vielleicht sogar irgendwann ein Kind zu adoptieren, wenn man dann so unbedingt scharf drauf ist auf ein Kind. Ja. Abgesehen davon, wie gesagt, finde ich sowieso das alles noch sehr, 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 sehr frisch bei euch. Und eigentlich sollte das noch gar kein Thema sein. Lebt euch erstmal aus, genießt eure junge Zeit und da könnte man vielleicht in 2-3 Jahren drüber sprechen. Aber jetzt sowieso nicht, nach 8 Monaten. Ja, ich war ja auch skeptisch, wie gesagt, nur mein Freund drängt mich ziemlich. Mhm. Dann ist das vielleicht ein ganz guter Trick, jetzt auch herauszubekommen, wie wichtig du ihm auch als Mensch bist. Wenn du ihm das jetzt sagst, du riskierst natürlich, dass der vielleicht dann zurückgeht. Aber wenn er dich verlässt deshalb, dann ist es auch gut, dass er dich verlässt. Weil du dann nämlich wirklich einen anderen verdient hast und nicht nur jemanden, der darauf aus ist, dass du ein Kind kriegst. Ja, ich meine, es ist fast so wie eine Abhängigkeit. So, ich liebe ihn zu doll, um ihn zu verlassen. Das ist jetzt schon so nach 8 Monaten? Das ist jetzt schon so. Ich kenne ihn schon länger. Ich kenne ihn jetzt seit 5 Jahren. Mhm. Seit 8 Monaten sind wir zusammen. Mhm. Vorher fand ich ihn auch schon ziemlich nett und so. Und ja. Aber es ist auch schon ein schlimmes Warnsignal, Tanja, wenn du das selbst sogar so formulierst. Ich bin schon so abhängig von dem, dass ich Angst habe, dass der mich verlässt. Dann ist aber auch alles nicht in Ordnung, wenn man so abhängig ist von einem Menschen. Dann sollte man sogar fast schon froh sein, wenn es zu einer Trennung kommt. So abhängig darf man nie von einem Menschen sein. Und je mehr Zeit vergeht, jetzt sind es erst 8 Monate, stell dir mal vor, das wären Jahre, dann bist du die Sklavin dieses Mannes. Wenn du nicht versuchst, so dein eigenes Ding auch zu machen, deine eigene Selbstständigkeit und dein eigenes Selbstbewusstsein zu haben. Mhm. Vielleicht ist das sogar eine Chance, dass du sagst, pass mal auf, alles ist toll, ich liebe dich sehr, aber diese Dinge, dieses läuft nicht mit mir. Mhm. Indem du es ihm wirklich so ganz klar sagst. So, du meinst klar ins Gesicht? Ja, ganz klar ins Gesicht. Nicht rumtaktieren, nicht verschweigen. Ich finde, so, das ist eine grundsätzliche Sache. Ich finde, dass man in einer Partnerschaft das sagen sollte, unbedingt. Ja. Okay. Du sagst, du kennst ihn schon so lange? Ja. Ist das ein Jugendfreund von dir, oder? Ja, ich habe ihn früher in der Schule kennengelernt. Mhm. Und später haben wir uns halt nicht aus den Augen verloren. Und dann kam es halt zu der Beziehung. Hattest du denn vorher schon andere Beziehungen? Ja, ja. Ja? Waren das auch immer so Männer, wo du eher so in so einer Abhängigkeitsrolle warst? Oder war das gleichberechtigt? Nee, das war eher gleichberechtigt. Hast du dich da besser gefühlt? Ja, ich habe mich verdammt besser gefühlt. Mhm. Ja. Weißt du, ich glaube auch, Tanja, wenn ein Paar in eine solche Situation gekommen ist, so wie du und dein Freund jetzt, und die Zeit, und wenn immer mehr Zeit und immer mehr Zeit vergeht, dass sich das immer mehr verschlimmert. Auf der einen Seite deine Abhängigkeit ihm gegenüber, und dann wittert und kriegt er das natürlich mit, dass du von ihm abhängig bist, und er wird immer mehr Macht auf dich ausüben. Und wird auch Gefallen daran finden, dass er da eine abhängige Person hat. Und gleichzeitig diese Person auch verachten. Und das ist ein ganz schlimmes Ding, was da ins Rollen kommt. Vielleicht hast du die Chance jetzt, da ihr noch nicht so sehr lange zusammen seid, da einen Riegel vorzuschieben. Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor die Sendung gleich vorbei ist. Was dein persönliches Denken betrifft, hast du dich damit arrangiert und abgefunden, dass du nie ein Kind bekommen wirst? Eigentlich nicht. Und zwar, ich konnte mit keinem darüber reden. Mhm. Weder mit meinen Eltern noch mit irgendwelchen Freunden. Mhm. Und ich meine, ich muss es so hinnehmen. Ja. Aber weißt du, was ich gerade sagte, vielleicht, das ist jetzt noch kein Thema, weil du so jung bist, aber in einigen Jahren, es gibt so viele arme Würmer auf der Welt, dann besteht ja immer noch die Möglichkeit der Adoption. Und ich habe selbst im Bekanntenkreis, wo Leute Kinder adoptiert haben, die nach kürzester Zeit diese Kinder so heiß und innig lieben, als wären es ihre eigenen Kinder. Und das ist alles wunderbar. Und man hat noch eine gute Tat getan und gibt einem Kind ein Zuhause.
Ja gut, aber weißt du, dann das ist nicht das Eigenfleisch. Ist klar, ist klar, ist klar. Liebe Tanja, die Sendung ist vorbei. Sag's ihm. Alles klar? Alles klar. Alles Gute. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. In der Technik, Jens Diegel. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live. 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und die ganze Nacht könnt ihr mailen unter domian@wdr.de. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.